Angst vor der Kamera, aber ich kann jetzt nicht mitreden, weil ich ja dann... So, was haben wir denn heute? Den 12. 12.12.14. Wir sind in Duisburg bei Familie Tlach. So, die letzte Aufnahme hatten wir gemacht in Wesel, richtig? Ja. Vor dem Jugendamt, nein, vor dem Kinderschutzbund war es, glaube ich, an der Kirche. Ja, ne? So, da ist Beata dabei gewesen. Ja. Da hattet ihr ein Gespräch mit den, sagen wir mal, mit dem Bewachungspersonal, ja, die euren Umgang mit euren Kindern organisieren und überwachen. Ja, ja? Stimmt. So, da wurden dann auch so Spielregeln festgelegt, wie das laufen soll. Und jetzt hat es den ersten Umgang gegeben. Das war am Montag, der 8.12. war das. Und ich habe den Kevin sofort erkannt. Er ist so groß wie ich. Er hat sich sehr gefreut. Gab mir sofort. Wie lange hattest du den nicht gesehen? Das letzte Mal war am 6.12.10 und danach gar nicht mehr. Also vier Jahre keinen Kontakt mehr gehabt. Und wenn ich mir dein T-Shirt anschaue, da ist dein Sohn zu sehen. Ja, ja, schau mir in die Augen, Kleiner, und reite mich bitte, heißt das Bild. Sehr schön. Das hat dich auch angehabt an dem Tag, der ist voll drauf abgefahren. Das hat ihm gefallen. Das hat ihn wahrscheinlich auch erinnert an bessere Zeiten. Mama, kannst du mir auch so einen besorgen oder so einen Jogginganzug von Borussia Dortmund? Oder irgendetwas von Marco Reus. Ja. Wie fing denn der Umgang an? Beschreib mal so vom ersten Moment, als du ihm begegnet bist. Wie war das? Ich kam hoch, bin da rein. Da kam der Kevin mir schon entgegen. Hallo Mama, ich bin dein Sohn Kevin. Er gab sofort die Hand, hat mich umarmt. Er hat auch sofort nach dem Papa nachgefragt. Sofort. Ja. Mama, wo ist mein Papa? Was macht mein Papa? Mama, wo ist mein Papa? Das hat er zweimal gesagt. Er wollte denn noch mal was fragen über den Papa. Und da wurde sofort unterbrochen. Kevin, das ist deine Stunde. Mit deiner Mama, du darfst nichts über den Papa wissen, beziehungsweise auch über Angelina nichts wissen, die Mama. Mit anderen Worten, ich durfte nichts über den Papa erzählen, wie es dem Papa geht, gesundheitlich. Der Kevin durfte andererseits nicht von der Angelina erzählen, wie es ihr geht. Ja, also was man da sehen kann, der Junge interessiert sich brennend für seinen Vater. Das ist die erste Frage, kaum dass der Umgang beginnt. Wo ist mein Papa? Das wurde zweimal gefragt vom Kevin her. Und dann musste das natürlich unterbunden werden. Die Frage ist jetzt, warum sind die Leute so scharf darauf, das zu unterbinden? Was stand denn in den Gerichtsakten oder in den Schriftsätzen über deinen Sohn und seinen Vater? Ja, es wurde immer wieder auch vom Jugendamt her gesagt, dass der Papa uns geschlagen hätte. Das haben die Jugendamtleute gesagt. Das haben die gesagt. Unter anderem haben sie auch gesagt, hier hätte mir auch ein Messer in den Bauch gerammt. Ich musste auch daraufhin, wurde ich auch gut. Das stimmte nicht. Das ist auch alles nachgewiesen. Es handelt sich also um Lügen. So. Große Lügen. Ja. Und dann hat man was behauptet, hätte dein Sohn gesagt vor dem Umgang? Er würde mit einem Kampfsportler da sitzen. Er würde auch den Papa mit dem Schwert töten. Also das ist kindlich ausgedrückt totale Angst vor dem Vater und soll irgendwie, das wird behauptet, hätte der Junge gesagt. Ja. Das hat natürlich kein Mensch gehört und wir vermuten, dass auch das reine Erfindung ist nach allem, was du jetzt erlebt hast bei dem ersten Umgang. Er wollte also sofort wissen, wo sein Papa ist und interessiert sich dafür, wie es dem geht. Ja? Mhm. Und er war gut gelaunt. Kevin war sehr gut gelaunt, so, aber zum Schluss hin, da wurde er so ein bisschen knatschig, da ist er ein bisschen in Gedanken gefallen, so, ne? Ja. Und da wollte die Frau wissen, was er hat. Ich habe nichts, ja komm, dann trink deinen O-Saft leer. Ich möchte jetzt nicht trinken, ich will jetzt noch mit meiner Mama was schmusen. Hat er gesagt? Hat er gesagt, ich saß neben den Kevin, also hier ist der Tisch gewesen. Hier saß der Kevin, hier saß ich, hier gegenüber der Betreuer und hier die Frau E. Ja, also es waren praktisch zwei Offizielle dabei. Ja, ein Betreuer und dann die Frau E vom Kinderschutzbund. Ja, also auch das wieder eine ziemlich erbärmliche Veranstaltung. Es soll über was hinweggetäuscht werden. Der Eindruck verstärkt sich wieder mal, ja, ein weiteres Mal. Der Junge war also am Ende traurig und wollte noch Körperkontakt haben, Nähe.
Und ja, das musste jetzt wieder getrennt werden. Ja, er wollte auch Bilder zeigen, habe ich auch gemacht hier. Und zwar ist das dieses hier mit der Syrah, mit dem Kleinen. Ja. Dieses, den habe ich halt, wie gesagt, ja. Denn dieses T-Shirt angehabt, hier, wo ich das Bild von habe. Ja, ja. Und dann wollte ich Ihnen dieses Bild zeigen, das hier. Mhm. Und das wurde abgelehnt. Ja, also nichts soll den Jungen daran erinnern, dass er es mal besser hatte und dass er mal eine Familie hatte. Und das alles könnte die Sehnsucht verstärken. Und das passt natürlich nicht in dieses miese Programm, was da abgespielt wird. Ja. Und wie geht's denn jetzt weiter? Ja, ich krieg sie will jetzt einen Bericht machen, zum Gericht schicken, zum Jugendamt und zum Caritas hin. Ja. Und dann kriege ich wohl sehr wahrscheinlich im Januar bzw. Februar Bescheid, ob ich einen neuen Termin bekomme oder nicht. Ja. Das ist also noch völlig ungewiss. Ja. Gut, falls nicht, dann geht es natürlich wieder den Rechtsweg. Denn jetzt kann keiner mehr behaupten, dein Sohn hätte dich nicht sehen wollen. Es kann auch keiner mehr behaupten, dass euer Sohn seinen Vater nicht sehen will. Ja, wahrscheinlich war das weiß man war jetzt. Ich dabei, also ich kann nur. Du wurdest ja von diesem Umgang ausgeschlossen. Mhm. Ja. Wo ich das erste Protokoll gelesen hatte, wie er das war das erste. Ja. Ich wollte mich mit dem Messer begrüßen. Wenn ich komme, das hatten wir auch schon erzählt. Das zweite Protokoll war mit dem Schwert, da wollte er mich töten und so in den Kampfsport. Das wird allerdings nur behauptet. Ja, das hat der Junge euch nicht gesagt, aber es soll der Eindruck erweckt werden, dass du gewalttätig gewesen warst und dass der Junge dich deswegen nicht sehen will, was natürlich alles nicht stimmt. Bin ich immer, in jedem Protokoll bin ich der Bösewicht. Ich bin der, der alles macht und alles tut. Okay. Ne? Ja, ich habe auch so viele blaue Flecken. Wir behalten das im Auge, wie es weitergeht. Ich sehe gerade, der Akku ist leer. Ja, aber das wollen wir der Öffentlichkeit doch mitteilen. Es hat also jetzt Umgang gegeben und allmählich kommt die Wahrheit ans Licht. Obwohl man die Wahrheit sagt, wird einem nicht geglaubt. Das stimmt. Man sagt an die Wahrheit. Es gibt viele Leute, die euch glauben. Das kann ich euch versichern. Ob das die Staatsanwaltschaft ist, ob das der Richter ist oder die Richterin, man glaubt an. Sie spielen alle dasselbe Spiel. Ja. Natürlich glauben die, dass das die Wahrheit ist, was die Kinder da von sich geben. Tun aber nichts, ne? Sie wollen ja nicht, dass die Kinder zurückkommen, damit die nicht erzählen, was man ihnen über euch erzählt hat. Das heißt ja immer, man soll die Wahrheit sagen, ne? Im Namen des Volkes und dies und das. Ne? Also, ja, also die Wahrheit abwinken für die Kinder. So ganz kurz nochmal zum Schluss. Der Hund war mit dabei, den hat er gesehen, ja? Den hat er gesehen, den kleinen Amigo hier. Mhm. Und da hat er sich sehr gefreut. Er hat vorher den Spitznamen Charlottchen gehabt. Und da hat er immer gerufen, Charlottchen, Charlottchen. Ne? Ja. Und da hat er auch sehr stark darauf reagiert. Also er hat ihn auch noch erkannt. Ja. Ne? Daran kann er sich noch erinnern von früher. Von früher. Okay. Ich habe ihm auch ein Bild von der Syrah gezeigt, unsere Schäferhundshündin. Er hat auch sofort nach dem Papa gefragt. Ja, okay. Sofort. Das war das Erste, was war, wie ich reinkam. Ich glaube, das ist das Wichtigste an dieser ganzen Begegnung. Ja. Und jetzt müssen wir mal abwarten. Die Jugendamtleute wissen jetzt natürlich, es wird brenzlig. Werden sie das weiterführen? Oder wird man das beenden? Man hat sowieso den Eindruck, bald sind wir soweit, dass für jeden Umgang ein Drehbuch geschrieben wird, das alle auswendig lernen müssen, damit diese schäbige Show abgezogen werden kann ohne Zwischenfälle. Ja? Und dass der Junge sich nach seinem Vater sehnt, ist ein Zwischenfall. Der passt den Leuten gar nicht. Ja? Das Dumme ist ja bei der Sache 2010, hattest du ja auch den ersten Besuch gehabt mit der Angelina und mit dem Kevin. Ja, im Rathaus. Ne? Und da wurde dir auch nicht geglaubt, obwohl du die Wahrheit gesagt hattest, ne, die hat dir doch die Hand da irgendwie, ne, die Kamera weggenommen und dies und das und hat, ne? Ja, da wurde auch gesagt, da hätte ich die Kinder bedroht, beide. Oder der Kevin wollte mit und hat ihn auf der Hand gehauen. Ja, der Kevin wollte mit nur mitgehen. Die vom Jugendamt, ja. Und dann kam... Der hat mir die Hand gegeben und der hat sie draufgehauen. Ja. So wird das gemacht. Das ist das Kindeswohl, wie die Jugendamtleute sich das vorstellen. Nein, das ist es natürlich nicht. Es geht denen nicht ums Kindeswohl. Es geht um was anderes. Und wir werden bald soweit sein, dass auch die Öffentlichkeit kapiert, was hier gespielt wird. Uns wurde immer gesagt,
das Wohl des Kindes. Ne? Mhm. Im Gegenteil, ne, wir haben überhaupt den Kindern gar nichts getan. Die machen das. Ja, ja. Gegen des Kindeswohles arbeiten. Ne? Ja, ja. Dagegen, wir nicht. Ja. Wir sind nicht, wir haben nie was. Wir haben nicht, also ich hab die Kinder nie geschlagen, du warst immer dabei. Mhm. Gar nichts, die durften alles. Die durften ja, ja, alles. Ja, ja. Also das sieht man an den Reaktionen von eurem Sohn. Gut, dabei lassen wir es für heute bewenden. Wir behalten das natürlich im Auge und sehen, wie es weitergeht und berichten auch darüber. Ja. Also erstmal schönen Abend und freut mich, dass es so gut gelaufen ist.